Bist du doch gerade? Nee. Doch, sie läuft Läuft hinter nämlich. dir. Sie läuft jetzt gerade. Ach so. Bitte der Herr. Der Shopperfahrer möchte gerne auf dem Video. Er will wohl berühmt werden, denke ich mal. So, jetzt wollen wir noch mal drei Runden drehen und diese drei Elemente, die ich gerade erklärt habe, noch mal nachvollziehen. Zusätzlich werden wir dann beobachtet und Verbesserungsvorschläge werden dann gleich gebracht. Also ich soll in den Wald reingucken und sollte dann die Kegel. Das ist schwerer, leichter gesagt als getan eigentlich. Oh, Micha, 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 Micha. Das wird noch was, du, das wird noch was. Ich frage mich nur was. Also die Arme nicht durchdrücken. Sondern locker leicht der Blick frei geradeaus in den Wald, nicht auf die Kegel und dann die Slalom fahren. Weil, wenn ich auf die Kegel gucke, sehe ich hinten den Wald nicht. Gucke ich aber auf den Wald, sehe ich noch den Kegel als Umriss und kann den als Hindernis wahrnehmen. Naja, funktioniert schon besser. Oh, 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 oh. Ja, man könnte sich fragen, Shopperfahrer beim Kurven- und Schräglagentraining. Aber man glaubt das kaum. Wir haben einen mitgebracht. Und wir scheinen nicht die ersten oder einzigsten zu sein. Also ich soll jetzt nicht, wie jetzt bei den Einführungsrunden, mit dem zweiten Gang fahren. Ich soll aber ruhig einen Gang höher schalten. Was ich gerade getan habe. Und wunderbar, die Maschine ist immer noch ruhig. Also ich hätte gedacht, sie wäre jetzt untertourig, untermeckert. Nö. Noch fühlt sie sich gut an. Wobei, wenn man sieht, der Trainer ist hier mit dem fünften Gang umhergefahren. Und ich fühle mich dabei ein bisschen unwohl. Probieren wir es nochmal im dritten. Und ich muss sagen, ich fühle mich im zweiten besser als im dritten.
viel zu spät. Das war diese Aufstellneigung und dann ab diesem Handzeichen habe ich gleichzeitig hier links den Gegenimpuls gegeben, um das Fahrzeug unten zu behalten. In der Rechtskurve wäre das ganz lang. Rechts. Ja. Okay. Was ich mir jetzt wünsche. Du bist ja voll ausgestattet mit den Kameras, Micha. Ne? Ja, ja. Zwei Kameras. Ich habe die dritte zu Hause gelassen. Nicht schlecht. Ja, ja, eine Paparazzi. Mach ich doch. Schlimm ist er. Hier glaubt ja immer keiner. So ist das halt, wenn man ein Hobby hat. Kann man zu Hause alles auswerten, was passiert ist heute.